In einem der letzten Videos haben wir gesprochen über das Angebot, über die Inhalte eines Angebots. Und nun fällt dem Prüfer schon das nächste Stichwort ein, das dicht an dem Wort Angebot liegt, nämlich der Angebotsvergleich. Bringt also dieses Stichwort ins Spiel. Und auch hier wieder sollten wir in der Lage sein, etwas dazu zu sagen. Der Prüfer fragt jetzt zum Beispiel, sagen Sie mal, was ist denn ein Angebotsvergleich? Oder er fragt, das ist leichter, wie machen Sie einen Angebotsvergleich? Wenn er fragt, was ist ein Angebotsvergleich, dann will er zunächst mal sowas wie eine Definition hören. Ich nenne das oft hier in den Mindmaps, nenne ich das Begriff. Was sagt der Begriff Angebotsvergleich? Ein Angebotsvergleich ist ein Vergleich von Angeboten zur Entscheidung. Ja, jetzt ist das ein bisschen unglücklich, weil wir im Grunde den Begriff jetzt wieder verwenden, aber was sollen wir anders machen? Ja, ein Angebotsvergleich ist eine Entscheidungsvorbereitung, oder es ist schon die endgültige Entscheidung, aber oft lässt man so einen Angebotsvergleich machen und dann entscheidet die Geschäftsführung. Ne? Eine Entscheidungsvorbereitung durch Vergleich verschiedener, sagen wir ein bisschen Varianten, verschiedener Angebote. Das ist der Angebotsvergleich. Okay, sagt der Prüfer, wunderbar, wie machen Sie das? Und jetzt will er was ganz Bestimmtes hören. Er will auf was ganz Bestimmtes hinaus. Er will nämlich darauf hinaus, dass wir unterscheiden. Es gibt den quantitativen A-Angebotsvergleich und es gibt den qualitativen Angebotsvergleich. So, wunderbar. Was ist das? Kurzer Hinweis, wenn wir quantitativ und qualitativ in der Betriebswirtschaftslehre hören, was wir sehr oft tun, können wir uns merken, quantitativ bedeutet in Zahlen messbar, und zwar egal, was jetzt quantitativ und qualitativ. Ne? Wir sind jetzt nur bei quantitativ erstmal, noch gar nicht beim Angebotsvergleich. Quantitativ heißt in Zahlen messbar, qualitativ heißt nicht in Zahlen messbar. So, das mal so als grundsätzlichen Hinweis. Das wird uns nämlich immer wieder begegnen. Wenn wir uns merken, quantitativ, egal was danach kommt, heißt in Zahlen messbar, dann ist die Frage, was? Welche Zahlen? Was wird hier verglichen? Und da sind wir eigentlich schon, wenn wir auf das Wort Angebot jetzt schauen, ist es im Grunde offensichtlich, was hier verglichen wird. Es sind die Preise. Und weil Preis nicht alles ist, und Bezugsnebenkosten. Eventuell Verpackungskosten. Also überall, wo Zahlen auftauchen. Ja, die Preise allein, das haben wir gesehen, als wir uns das Angebot angeschaut haben, sagt nicht alles. Sondern wir müssen natürlich auch wissen, ja gut, das ist der Preis, so wie es bei denen steht. Ne? Aber was kostet es, wenn wir es hier bei uns verfügbar haben? Und da können eben noch Lieferkosten, wir nennen das hier Bezugsnebenkosten, dazukommen und es können auch Verpackungskosten dazukommen. Es können sogar eventuell Finanzierungskosten dazukommen. Ne? Wenn es da um eine ganz hochpreisige Maschine geht, und es gibt solche Maschinen, die richtig viel Geld kosten, sechsstellig, siebenstellig, dann haben wir vielleicht noch Finanzierungskosten. Ja, und wenn wir da so ein Angebot vergleichen zwischen dem Angebot von Anbieter A für diese hochwertige Maschine und eine ähnliche oder gleiche von Anbieter B, dann müssen wir auch die Finanzierungskosten mit einbeziehen. So, das ist der quantitative Angebotsvergleich, der Vergleich von Zahlen. Welche Zahlen sind es? Nun, alle Zahlen, die ich hier genannt habe. So, dann kommt der qualitative Angebotsvergleich. Was
ist das nicht in Zahlen messbar? Qualität natürlich, Qualität der Sachgüter. Wenn es, denken wir an Obst und Gemüse, wenn es sich um Sachgüter handelt, ja, dann können wir die Qualität vergleichen. Tomate ist nicht gleich Tomate. Die einen sind vielleicht schon ein bisschen angefault, die anderen nicht. Dann, ganz wichtig, Zuverlässigkeit des Lieferanten. Was nützt es, wenn der quantitative Angebotsvergleich sagt, dass Angebot A nach allen Zahlen hier das günstigste ist, aus unserer Sicht das niedrigste, wenn der Lieferant nicht zuverlässig liefert? Wenn wir warten und warten und warten. Ja, da kann es manchmal klüger sein, ein bisschen einen höheren Preis zu bezahlen. Und dafür bekommt man das auch genauso wie versprochen, genau zu dem Datum. Und auch man bekommt das vielleicht dann noch aufgebaut. Man denkt, wir wären die hochwertige Maschine, die wird uns auch noch aufgebaut. Der andere macht das vielleicht nicht. Ja? Also auch das wäre der qualitative Angebotsvergleich, dass man schaut hier auf Zusatzleistungen qualitativer Art. Ne? Der eine baut uns das auf, der andere baut uns das nicht auf, der andere lässt uns völlig allein. Ja? Allein schon hier mit diesen ganzen EDV-Sachen, die jeder heute nutzt. Ja, was nützt uns, wenn wir den Drucker geliefert kriegen, wenn wir nicht wissen, wie wir den mit unserem Laptop oder Desktop verbinden, um dann wirklich Druckergebnisse zu produzieren? Also Zusatzleistungen spielen hier auch eine Rolle, ne, lassen sich eben nicht in Zahlen messen, aber können sehr wichtig sein. Zuverlässigkeit des Lieferanten führt uns direkt wieder zum nächsten Stichwort, und zwar zur Lieferantenbeurteilung. Ja, das wäre das nächste Stichwort für den Prüfer oder vielleicht auch, wenn wir ein bisschen geschickt sind in der mündlichen Prüfung, ein Stichwort, das wir testen. Wenn der Prüfer uns dann wohlwollend zunickt, dann können wir auch hier dann in die Richtung weitergehen. Wichtig ist immer nur, dass man strukturell weiß, wo man ist. Ja, und dann kann man leicht, hier ganz leicht, eine Brücke bauen. Und dann erzählt man noch was zur Lieferantenbeurteilung. Machen wir noch hier. Ja. Aber so geht das in der mündlichen Prüfung. So, und was ist jetzt der Angebotsvergleich? Der Angebotsvergleich ist die Kombination aus quantitativen Aspekten und qualitativen Aspekten. Ja, der Angebotsvergleich führt dann zu einer Gesamtbewertung. Und die Gesamtbewertung wiederum besteht aus quantitativen Kriterien, sie stehen hier rechts, und den qualitativen Kriterien. Das ergibt dann eine Gesamtbewertung. Wie bewertet man denn diese qualitativen Sachen, die wir ja nicht in Zahlen messen können? Hier ist es einfach, da haben wir mal Zahlen. Da können wir sehen, wo ist der niedrigste Bezugspreis zum Beispiel. Wo sind die niedrigsten Verpackungskosten und so weiter. Hier bei den qualitativen Kriterien müssen wir das Ganze umwandeln in Zahlen, damit wir so eine Gesamtbewertung machen können. Und man macht das mit einem Scoring-Modell. Ja, Instrument. Scoring-Modell. Ein Scoring-Modell ist sowas wie ein Übersetzer. Der übersetzt Qualität in Quantität. Das ist ein Punktbewertungsverfahren, so kann man auch sagen. Scoring-Modell ist ein Punktbewertungsverfahren. Und hier bei den quantitativen Kriterien haben wir direkt Zahlen und bei den qualitativen Kriterien müssen wir erst das Ganze umdimensionieren in Zahlen und das Hilfsmittel ist das Scoring-Modell. So. Das sind die Dinge, die man hier zum Angebotsvergleich sagen kann. Und gleichzeitig könnte man hier dann direkt weitersprechen oder zum Beispiel hier. Oder der Prüfer klingt sich hier ein. Ja, Sie wissen, immer wenn Sie dem Prüfer ein Stichwort geben, dann kann es sein, dass er das aufgreift und direkt mal nachfragt. Und das kann man, wenn man den strukturellen Überblick hat, kann man das gezielt und bewusst machen. Alles Gute, Marius Ebert.
Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.